Hi ho und herzlich willkommen hier zurück in Joraikos Staubstube bei Pokémon Daybreak, der zweite Part der neuen Weiterführung dieses Let's Plays im Mantel der Mogelpackung. Wir sind mit Uschi unterwegs, mit Sarah, mit Nike, mit Pizzajuice, unserem Zerg-Sklaven Akinine und Geodude, unser VM-Sklave. Wir sind, wenn ich mich recht erinnere, hier gerade rausgesurft, kosten die Früchte unseres gewonnenen Ordens aus, können ja jetzt Surfer benutzen endlich und können uns endlich von Tentakuls angreifen lassen und nicht mehr von Zubats. Wundertastig. Da werde ich auch gleich erstmal den Schutz ausrufen. Oh Mann, ja, es ist nötig. Okay, erweitern wir erstmal unsere Sammlung. Ja, ist jetzt wieder ein paar Wöchlein her, dass ich das letzte Mal gespielt habe, ne? Es muss sich erst noch etablieren mit dem neuen Rhythmus, was Pokémon Daybreak angeht, denn die Allreise ist jetzt zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen. Das heißt, es ist jetzt quasi nur noch Daybreak und dann vielleicht Fire, wenn ich es bald wieder reinnehme. Könnte also jetzt wieder etwas schneller vorangehen. Sehr schön, Tentakul, werde ich niemals benutzen, aber wir haben's. Trips in shallow seas. Anglers who hook them by accident are often punished by their stingers. Stingers! No. Na, wo komme ich her? Sefftown, da komme ich natürlich her. Selbstverständlich, nicht anders kann es sein. Oha, ein Manteig. Das nehme ich gerne mit. Mhm. Müsste im Zweifelsfall ausreichen für den Dive Ball. Hui! Dive. Manteig. When it swims close to the surface of the ocean, people aboard ships are able to observe the pattern on its back. Wir gehören leider nicht zu den Privilegierten. Können es uns jetzt nur von vorne ansehen. So, lass mich mich einmal orientieren. Hier waren wir natürlich schon. Genau. Genau, und wir haben uns entschieden, jetzt einfach erstmal loszusurfen. Und zu gucken, was die Welt uns zu bieten hat. Okay, und dann machen wir das jetzt auch weiter. Auch wenn ich nicht mein ganzes Team bei mir haben kann. Ich glaube, die hatte ich schon bekämpft, wenn sie denn gekämpft haben. Ja. Gut, ich rufe jetzt mal dem Tempo wegen den Schutz aus. Den wir ja noch 425 Mal zur Verfügung haben. Dürfte im Zweifelsfall für den groben Rest des Spiels ausreichen. Seth Ocean! Hi-ho! I must train in rough environments if I want to become an expert. But for you, you might just need this. You obtain an expert belt. Oh, cool, danke schön. An item to be held by a Pokémon. It is a well-worn belt that slightly boosts the power of super effective moves. Brauche ich nicht unbedingt. I must train in rough environments if I want to become an expert. Exakt. Vielen Dank. Dann viel Erfolg noch, mein Freund. Ist das hier so ein rough environment? Eigentlich ist es doch hier ganz entspannt. Strugglebug. Vielen Dank. Das werden wir sicherlich mal mit anwenden können. Es scheint mir hier gerade etwas zu lecken. Ich werde jetzt hier einmal... Ich habe hier... Na gut, das sind nur die Aufnahmeprogramme. Steam könnte ich noch schließen. Dankeschön. Und Discord. Dankeschön. Vielleicht bringt es ja was. Wenn ich es leicht bezweifle. Bisee Ocean. Hi. Können wir mit dir was anpacken? Ja, das ist schon richtig so. Danke. Okay, der Kollege hat... keine Funktion, außer der wunderbaren Dekoration, die er darstellt. Das sieht interessant aus. Ah! Looks to be a fossil, take it. Ja gut, wir haben keine Infos, was ist. Also kann ich links oder rechts nehmen, ich kann das politisch entscheiden, ich kann das nach Bauchgefühl entscheiden, ich nehme einfach mal das linke. You obtained Plum Fossil. A fossil of an ancient Pokémon that flew in the sky in ancient times. It appears to be part of its wing. Ja, ja, okay, ich habe eine Ahnung, welches das sein könnte. Oh, ich kann beide mitnehmen. Cover Fossil. Ja, vielen Dank. Gut. Ich erinnere mich auch noch ganz grob an den Wissenschaftler, der uns angeboten hat, diese Fossilien zum Leben zu erwecken, aber das zu einem späteren Zeitpunkt. Prisiano Town. Okay, wir werden erstmal den Ozean erkunden. Dies ist die Ozean-Episode.
Ja, hier ist mal das Menü, genau. Mit Gear können wir da eventuell rein. Oder mit einem Tauchsklaven. Seth Ocean, abermals. Aha, eine Ruine. So scheint es mir. Hier waren wir gerade schon und deswegen werden wir uns diesen Pokéball aneignen. Wenn es denn einer ist. You found Splash Plate. Die Wasserattackenverstärkung. Ja, für Arcanine eventuell interessant, sonst im Moment erstmal nicht weiter von Relevanz. Eine sehr kleine Ruine. Möglicherweise ein Haus in Hamburg. Ruins of Seth are a mystery. Surely their mere existence means there was once land or some civilization nearby. But we are in the middle of the ocean. Okay, er möchte mich noch nicht einlassen und so soll es dann auch nicht geschehen. Zu einem späteren Zeitpunkt sicherlich, wenn der Plot sich entschieden hat, dass wir würdig sind. Gut, dann geht's erstmal weiter nach rechts, aber ich fürchte, wir sind dann, beziehungsweise glaube, dass wir dann jetzt einfach schon durch sind. Und ruhigen Gewissens nach Prisiano Town aufbrechen können. Das ist auch was wert. Machen wir so. Pizza Juice, mein werter Staubstubenkollege und ich haben jetzt, wenn ihr das hier seht, naja, wenn ihr es seht, ist es vielleicht wieder anders, aber jetzt, als es gerade, als ich es, jetzt im Moment, in dem ich es aufnehme, ist es wenige Tage her, dass ich mit Pizza Juice zwei Videos gedreht habe. Einmal unsere allerliebsten Pokémon, die besten Pokémon aller Zeiten und die schrecklichsten Pokémon aller Zeiten. Ich hoffe, zu diesem Zeitpunkt jetzt habe ich das schon veröffentlicht. Wenn nicht, dann freut euch darauf. Brisiano Town, hey ho! Wir segeln erstmal dran vorbei. Ein kleiner Leuchtturm, süß. Und ein Deep-Sea-Tuch. Ja, wollen wir erstmal weiter segeln? Oh je, die looks straight. Da kommen wir erstmal nicht lang. Gut. Der Plot verbietet es. Ich nehme an, wir brauchen jetzt wieder einen Arena-Orden. Natürlich, der Plot-Block. Aber ganz nett haben wir es hier. G'day, that waterworking wonders for here. Oh nein, waren wir hier etwa schon? Ich wusste doch, dass Prisiano Town mir irgendwie bekannt vorkommt. Okay, ja. Ja, hier, das war mit den... Das war die Stadt mit den coolen Laternenschatten. Okay, dann werfen wir einmal einen Blick auf die Karte, um zu sehen, wo es jetzt weitergehen könnte. Ich bin sicher, es wurde mir irgendwie gesagt, aber... You know. Gut, durch die Lux Trade kommen wir nicht durch. Das wird sicherlich dann in der Lucker Cave später relevant werden, aber das sieht doch noch... Ganz interessant aus, weiß aber nicht, ob wir hier schon waren. Quar Road, Lighthouse. Das ist alles nicht so relevant und spannend für uns. Huh, okay. Ich schätze, wir müssen jetzt erstmal den Rückzug antreten. Hier gibt es sonst nichts mehr. Fliegen können wir ja noch nicht. Na, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Okay, dann müssen wir jetzt leider den ganzen Weg nochmal zurück. Ich schneide das raus. Bis gleich. So, da sind wir in Seth Town. Kann das Schiff uns möglicherweise Erleuchtung bringen? Erleuchtung! Nein. Die Erleuchtung ist noch in weiter Ferne. Okay, dann muss es wohl der Landweg sein. Plötzlich. North Laboratories. Aha! Moment, das sind die Astronomen. Können die auch meine Fossilien entwickeln? No. Analyzing stuff. Okay, tschüss. Ein verplanter Part. Wer hätte es gedacht aus der Staubstube? Der erst einmal hier ins Poker Center. Dankeschön. Jo. Meine Uschi braucht das. Sie möchte es. Sie braucht es. Ich möchte sie bei voller Gesundheit haben, denn ich liebe meine Uschi, mein Smogmog. Das ganz weit oben ist in der Liste meiner allerliebsten Pokémon. Immer noch. Ja, das Lighthouse, waren wir da schon? Das ist jetzt eventuell relevant. Moment, der Surfer bitte! Aha! Jetzt kommen die ganzen super geheimen Gebiete. Sunny Day, okay. Könnte für Sarah auf lange Sicht relevant werden. Ja, tatsächlich, wir kommen jetzt hier lang. Cool. Das freut mich natürlich sehr. The weather's always so nice here.
Ja, die Lecks nerven mich ein bisschen. Ich hoffe, das ist für euch nicht allzu schlimm. Entschuldige mich dafür, muss mal gucken. Wir nehmen jetzt natürlich auch in diesem Part mit neuen Aufnahmeeinstellungen auf. Habe da einiges gemacht, auch für das Allreise-Let's Play und ganz allgemein für die Staubstuben-Let's Plays. Und das könnte natürlich auch ein Grund für die Lecks sein. Gucken wir mal, ob ich da auf lange Sicht was machen kann. Sonst gibt es hier aber nicht allzu viel. Das ist ernüchternd. Okay. Vielleicht ein paar coole wilde Pokémon, das sehen wir jetzt nicht. Bin ich aber auch gerade nur so semi-interessiert dran. Alter Schwede, diese Lecks. Sefftown, okay. Gut, das nehme ich zurück. Wir sind hier ja doch schon hingekommen. Schade. Ja, natürlich waren wir schon im Lighthouse, jetzt erinnere ich mich. Okay, okay. Gut. Soll sein. Trotzdem können wir jetzt hier einmal lang surfen. Vielleicht ergibt sich da ja noch irgendwas. Nee, 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 nee. Ja, die Planlosigkeit spricht wieder mal für sich. Bin leider nicht ganz im Bilde, was wir machen sollen. Der Heatwalk bringt mich ins Schwitzen. Ja. Okay, dann weiter auf dem Landweg. Mit Leggy McLeckenson. Und ganz viel Weeple. Weepel. Ja, ich benutze das, ich glaube, ich hatte das ganz am Anfang mal gesagt, ich benutze dieses Let's Play natürlich auch, um meine englische Aussprache mal wieder ein bisschen zu trainieren, denn das ist äußerst fragwürdig und verbesserungswürdig, wie ihr sicherlich merkt. Okay, was gibt's hier? Ich kann hier weiter surfen? Nee. Okay. Gut. Dankeschön. Ja, wir müssen uns jetzt ein bisschen durchfischen und sehen, wo wir weiterkommen. Und wo wir eventuell gewinnbringende Erkenntnisse erlangen. Aber ich glaube, hier waren wir auch schon. Shit! Hi, Yoshi. Nee, danke, gerade nicht. Okay. Wir sind hier zwar anders hingekommen, aber wir waren hier auch schon. Hier waren wir allerdings noch nicht. Gibt's hier auch wieder nichts? Doch, hier geht's irgendwo hin. Okay. Es wird spannender. Ja, noch mehr Wasser. Pointless Middle Ground. Aha, noch mehr Fossilien für die Sammlung. Root Fossil. Sehr schön. Und das Claw-Fossil. Ja, Ammonitas und Kabuto haben wir da. Ammonitas mochte ich persönlich immer etwas lieber. Sieht ja auch aus wie Oraiko, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ist hier sonst noch was? Aha. Ist eine sehr lange und eine sehr leere Höhle. Stoneblade, vielen Dank. Ist wirklich sehr lang. Das ist irgendwie spannend. Wo kommen wir jetzt wohl raus? Rochester Trail. Wo sind wir? Ah! Ja, ich glaube, wir machen gerade Progress. Auf irgendeine Art und Weise. Gut, wir gehen diesen Weg erstmal weiter. Hier war ich ja auch schon. Die Edgelord-Stadt. Egal, wir decken gerade die ganzen Verbindungen auf und orientieren uns ein bisschen in dieser Region. Und das ist auch ganz wichtig. Und wir holen diese ganzen Items nach. Das kann man ja auch mal machen. Solarbeam. Ja, das sind alles Dinge, die uns für die zünftigen Arena-Leiter und die zukünftigen Arena-Leiter wappnen. Genau, hier ist der Meteorit eingeschlagen. Ja. Ist jetzt auch erstmal nicht so spannend für uns, glaube ich. Ah ja. Also nach Osten.
Können wir hier lang surfen? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Das wäre dann die Aufgabe von Feuer Arcanine. Okay, jetzt wartet auf uns Raiden Town. Hier waren wir auch schon, glaube ich, wohl zu wissen. Ha, her! Verzeihung, das tut mir wirklich sehr leid. Jetzt sind wir hier oben. Wir sind ja doch schon echt rumgekommen. Der Ölsand Park, der ist wie gesagt noch gesperrt. Die Kolana Ranch, da können wir jetzt glaube ich auch noch nicht hin. Denn hier waren wir ja auch schon, ne? Genau, hier dürfen wir nicht rein. Habe ich das richtig in Erinnerung? Oh! Okay! Ich weiß nicht, ob wir hier schon mal drin waren. Ich habe wieder mal alles vergessen. Aber wir probieren es. Ich glaube, wir waren hier noch nicht. Ich glaube, die waren noch unter Process, als wir das letzte Mal rein wollten. In this version of the game, only two Safari Zones are accessible. Wow, okay, das ist die aktuellste Version. Okay. Ich möchte unbedingt die Snow Zone, natürlich. Eis-Pokémon, liebe ich. We'll call you on the PA when you run out of time or Safari Balls. I wish you the best of luck. Spannend! Cool, die Snow Zone. Das ist eine sehr schöne Idee. So, jetzt muss ich nur noch den Schutz schnell weg loswerden. Nein! Hey ho, ich möchte Pokémon, wilde Pokémon! Ich schnapp sie mir alle. Bitte, dankeschön. Oh, nö. Okay. Für die Sammlung. Come on. Oh, shit. Gut. Das war die Safari-Zone. Und wir haben natürlich nicht gespeichert in der Zwischenzeit. Was richtig schade ist. Was ein Verlust ist. Bin ich ganz ehrlich. Ist ärgerlich, dass dieses Spiel jetzt schon mehrere Spielabstürze hatte. Das ist ärgerlich. Ist ein bisschen frustrierend. Wir haben jetzt nicht so viel gemacht. Wir haben uns hauptsächlich orientiert, aber wir haben eine Menge Items eingesammelt, die ich jetzt nochmal einsammeln muss. Und das schlaucht, sage ich euch. Das schlaucht. Das ist schade. Ja. So, man kann sich natürlich auch nicht auf das Spiel verlassen, ne? So, wenn es jetzt einfach permanent abstürzt. So, Speed-Mode ist wieder an. Gut, ich sammle das dann nach diesem Part auf. Wir versuchen jetzt, ich weiß nicht, nochmal in die Safari-Zone zu kommen, damit wir das erstmal durchgehen. Ich habe jetzt auch natürlich auch die gefangenen Pokémon habe ich jetzt nicht mehr und ja, alles ist weg. Alles ist weg, 20 Minuten Fortschritt. Es ist frustrierend, wir speichern von jetzt an öfter. Nehme ich mir vor, ich hoffe, dass ich das auch durchziehe. Wir speichern von jetzt an öfter. Das ist einfach wirklich frustrierend. So. Egal, ich schneide das raus, wir sehen uns gleich vor der Safari-Zone wieder. So, da bin ich wieder. Hab ein paar Sachen eingesammelt, hab gespeichert. Probieren wir es nochmal. Uhu. Okay, sehen wir uns erstmal ein bisschen um. Was gibt's hier? Welcome, Safari Hunter. This is the Snow Zone. Like the other zones, this one also has a gimmick. The gimmick, presents. You can find presents scattered around the zone and inside are Pokémon you wouldn't normally find in the zone. Read the back of the sign to see which Pokémon are present in presents. Okay. Present encounters, 20%. Wally, Coley, Apa, Meryl, Wynote, Present Encounters 10%, Eevee, Ponyard. Eevee wäre natürlich cool. Mhm. Yeah, Geschenke! Das ist cool. Nette Idee. Bitte keine Bugs. Ja, das wäre als Ersatzsklave gegen gewisse Arena-Leiter definitiv ein Versuch wert. Bitte nicht abstürzen. Ignoring their injuries, Koops attack by sinking the blades that cover their bodies into their prey.
Would you like to give a nickname to Pawniot? Nein, he's just a slave. Ich würde gern speichern können, aber es geht hier leider, glaube ich, einfach nicht. Das heißt, wenn es jetzt wirklich einmal abstürzt, bin ich raus. Dann versuche ich es nicht nochmal. Geschenke, Geschenke. Richtig schöne Idee. Nett. Ein kleiner, dicker Mini-Joraiko. Bitte stürz nicht ab. Jo, das dachte ich mir, dass das jetzt passiert. Mhm. Interessant, ist ein anderes Skript. Ich werde das jetzt einmal screenshotten. So, dann legen wir das hier einmal ein. Und dann schicke ich das den Entwicklern auch. Schade. Okay. Frustrierend. Frustrierend. Wir verschieben die Safari-Zone. Wir verschieben die Safari-Zone ganz einfach. Das ist ja ein Spaß, der lässt sich aller Tage machen. Und wenn das Ganze vielleicht ein bisschen gefixter ist, auch wenn die aktuelle Version jetzt wirklich schon lange im Discord und im Thread steht, wo das Spiel vorgestellt ist, vielleicht gibt es ja noch neue Bugfixes. Das wäre zu wünschen. So, ihr seht schon, wir kommen jetzt dadurch leider nicht so gut voran, aber wir versuchen jetzt den Plot wiederzufinden. So, das war jetzt mittlerweile fertig. Das heißt, das Spiel erkennt an dieser Stelle schon an, dass wir jetzt den jeweiligen Arena-Orden haben und schafft uns neue Wege. Können wir also weiter überlegen, wo das Spiel uns den nächsten Weg geöffnet hat. Ja, also nach so vielen Versionen in der Safari-Zone noch solche offensichtlichen Bugs zu haben, ist ehrlich gesagt schon ein bisschen schwach und auch ein bisschen peinlich. Sorry. Aber wer weiß, vielleicht liegt es auch nur irgendwie an meinem System. Das ist durchaus eine Möglichkeit, die ich in Erwägung ziehen muss. Geht's noch irgendwo weiter? Ja, scheiße, wo geht's denn jetzt weiter? Es gibt halt auch keinen Questlog, ne? Den gibt's im normalen Spiel auch nicht, also in den offiziellen Spielen, aber da ist der Weg ja immer recht offensichtlich und übersichtlich. So, also hier komme ich nicht weiter. Laquana Trail oder doch? Nee. Hier komme ich auf jeden Fall nicht weiter. Edgerton Town, The Weed Swamp, Yellowstone City. Weiß ich auch nicht, ob wir da schon waren. Ich glaube aber ja. Kulana Ranch waren wir auf jeden Fall noch nicht. Die Bay, Siososa City. Ja, vielleicht versuchen wir es nochmal mit Marinetown nach Osten. Da ist ja eine Menge Wasser. Ja, doch. Mann! Der Lag geht mir ehrlich gesagt auch richtig auf die Nerven, muss ich sagen. Weiß nicht, ob das beim letzten Mal auch schon so war. Da werde ich auf jeden Fall mal gucken, ob ich eine Lösung finde. Kann es sein, dass sie uns hier das letzte Mal noch den Weg versperrt hat? Nee, ne? Wir waren hier schon, oder? Ja, wir waren hier schon. Ich erkenne es wieder. Hier gibt's auch nichts. Aber wir kommen vielleicht durch den Swamp durch. Oh, come on! Wieder der VM-Sklave. Tja. Weißt, was du zu tun hast, Akenain? Cooles Game Design. Big Root! Wir gehen jetzt erstmal hier weiter. Gucken, was es hier so Schönes gibt. Hey, Yoraiko! Ah, Hauptplot, sehr gut. Look at you! It seems like you're heading for Yellowstone City as well. You must have gotten your fourth gym badge then. Nice! How about a little scrimmage so I can see how you're faring? Maybe if I beat you, I can motivate you to be stronger. Alles klar, Brandon mit der weißen Mütze. Oh je, hier. Oh, ein Metang und vier Pokémon. Sind wir bereit dafür? Ich weiß es nicht, aber meine Uschi ist dafür definitiv nicht bereit. Sarah!
Ah, stimmt. Sarah braucht natürlich gar keinen Sunny Day, denn es hat ja schon die seine Fähigkeit. Ihre Fähigkeit. Mhm. Effektiv genug. Natürlich hat er Earthquake drauf. Weg mit dir! Auch wenn ich dich ebenfalls gerne hätte. Okay, Confuse Ray. Wir probieren unser Glück. Sehr schön. Feuer gegen Feuer, ich weiß, aber wir haben den sonnigen Tag. Wir haben den Trapped-Effekt. So, jetzt einmal der Wechsel bitte auf Pizza Juice. Ich weiß, Eis gegen Feuer, ja, ja. Spare me. Aber es geht ja auch nur darum, ihm den letzten Stoß zu versetzen. Hallo! Pizza Juice, meine Damen und Herren. Okay, damit bin ich einverstanden. Wiedersehen. Dieser Starterpanzer. Okay. Hidden Power könnte hier eventuell funktionieren. Jawohl, das dachte ich mir. Ist wahrscheinlich Pflanze. Cool, das lief richtig gut. Na gut, vielleicht weil ich Level 50 bin. Interesting. Wow, you're still amazing. Well, no matter how the fight ends, we always keep pushing, right? Maybe I'll catch up to you later and we can have a proper exhibition match. I'm going to go heal up back in Edgerton Town before I head forward. See you around. Ich hoffe, er überlebt das hohe Gras und das Wasser und all das. Nö, passt schon. Was haben wir hier denn so? Mhm, Stunky. Nehmen wir mit, wenn möglich. Ich habe gerade das Level gesehen, alles klar. Na schön. Ein Lotad. Habe ich schon. Ein Versuch noch. Ein Eckhans. Ein Retter. Und das würde ich sehr, sehr gerne mitnehmen. Schmeiße ich einfach mal so einen Ball drauf. Hab ja über 1000. Schade. Zwölf Stunden später. Jawohl! Eckhans. Moving silently and stealthy, it eats the eggs of birds, such as Pidgey and Sparrow, whole. Ist Bird ein Begriff in dieser Welt? Ergibt das Sinn, dass es Vögel gibt? Ich meine, gut, es gibt Flug-Pokémon. Gibt es Vogel-Pokémon? Ergibt es Sinn? Ich meine, man kann ja auch nicht sagen Katzen, oder? Kann man? There are some weird Pokémon in the Swarm Porter. Waschbar möglicherweise? Milotic? Da schaue ich nochmal nach. Da schaue ich nochmal nach. Oder auch nicht. Come on. Ja, mein RPG Maker XP ist leider abgelaufen in der Testphase. Ich habe ihn mir jetzt auf Steam in die Wunschliste gepackt. Aber wir können jetzt erstmal nicht durch Wände gleiten. Hitropi. Würde ich auch gerne haben, wenn ich ehrlich bin. Kriege ich aber nicht. Big Nugget! Big Nugget Life! Mhm. Come on, you can take that. Du bist mir leider nur ein Pokéball wert, Poisel. Nur für die Sammlung, mein Guter. Dankeschön. It inflates the flotation sack around its neck and pokes its head out of the water to see what is going on. Nein, danke. Einmal speichern, bitte, lieber Joraiko. Gerne doch. So, ein Versuch noch. Mhm. Bitte, bitte. Überleben. Du musst leben. Jo, mach das mal. Spielen wir es klassisch. Nur ein bisschen Schaden. Genau, das reicht doch schon. Dankeschön, Geodude. Bester Mann. Nein, ich habe einen Great Ball gewastet. Na gut. Hat's gebracht und passt zu seinem Farbschema.
When the temperature cools the evening, in the evening they emerge from water to seek food along the shore. Das mache ich ganz ähnlich, wenn ich in den Supermarkt gehe. So, komm, einmal noch. Yo, Meru! Please don't die! Yo! Stimmt, du bist ja eine Fee. Da ist das nicht so effektiv. Minio Raiko on the way. Ich meine, das könnte Yoraikos Kopf sein. Sieht ein bisschen aus wie Yoraikos Kopf. Wenn man auf seinen weißen Bauch so ein Gesicht zeichnet, dann ist es eigentlich quasi Yoraikos Kopf. Jo! Geschafft! Freue mich sehr. The tip of its tail is filled with oil that is lighter than water, so it acts as a float. Cool. Nice. Anker-Ecke 9. Whoa! Sorry, didn't see you there. Say, are you a trainer? Allow me to introduce myself. I'm Arwen. I'm a trainer talent scout. I'll keep my eye on you. Keep training hard and you will see what's to come. Die Kampfzone ist vielleicht back. Anyway, I'm off. See you around. Das wär's. Hübsche Haare hat er. Das ist also der Swarm. Bin gespannt, was hier so kreucht und fleucht. Jawoll, ein Murkrow! Eins meiner Lieblings-Pokémon. Cool. Dann bitte die Assurance. Ist leider nicht besonders stark und seine Weiterentwicklung mag ich überhaupt nicht mehr gern. Insofern ist es fraglich, ob er wirklich einen nennenswerten Einsatz im Team finden wird. Aber als unser Flug-Pokémon wäre er durchaus denkbar. Sie, wie ich jetzt gerade sehe. Sie. Komm schon, Murkrow. Komm schon, Schätzchen. Lass es geschehen. Oh, komm schon. Let it happen. Let it happen. Oh, Mann. Ich bin ja so traurig. Schlechtes Looping. Einer noch. Okay, das ist offensichtlich unter Murkrows Niveau. Dann der Premier Ball. Aber der ist, glaube ich, ähnlich effektiv. Ja, der ist genauso effektiv wie der Pokéball. Sieht nur besser aus. Dann nehme ich den Ultra Ball. Come on. Ein Murkrow findet man nicht aller Tage. Juhu! Feared and loathed by many, it is believed to bring misfortune to all those who see it at night. Also ähnlich wie Absol. Spitznamen überlege ich mir. Danke, heute nicht. So, dann wäre es jetzt sinnvoll, irgendwen zu trainieren? Nein. Wir lassen es bei Sarah. It smells like poison in here, literally! Gifttrainer? Oh, ein Gofferita. Wird leider nicht lange überleben. Das meint er also mit seinem fechen Spruch. Toll, das habe ich jetzt an der Backe. Sehr schön. Ja, nehmen wir doch mal Hex. Kein Problem für meine Anführerin. Think I'm gonna vomit. Well, at least this route has some good Pokémon. Meine guten Pokémon möchte ich jetzt einmal heilen. Beleber, um die hatte ich mich auch gekümmert. Einmal die Super Potion, sehr schön. Denn Uschi braucht noch etwas Training. Oh, Schlamm, das ist ja süß. Matsch. Aber Pokémon begegnen uns nicht so wirklich darin. Okay. My lovely Pokémon smell fantastic, don't they? Ich möchte ehrlich gesagt nicht an ihnen riechen, das fände ich ziemlich unangemessen.
Auch Pokémon haben Rechte. Vor allem an ihr möchte ich nicht riechen. Platschbomb, Baby! Roserade. Hä? Ein weibliches Roserade? Geht das? War das nicht ein exklusiv männliches Pokémon? Wenn nicht, sollte es ein exklusiv männliches Pokémon sein. Ja, Uschi hat die Oberhand. Nicht buchstäblich, aber im übertragenen Sinne. Sehr schön. My beautiful. The sweet scent of roses keeps me awake, but I'd love to fall into the grass and sleep. Hier? Ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Dankeschön. Poison Jabs. Sehr, sehr praktisch. Ja, scheint sehr übersichtlich und zielgerichtet hier zu sein. Finde ich gut. Ist auch ein schönes Gebiet. Mit hübschen Effekten. Ein Mistrevious! Eins meiner Top-Lieblings-Pokémon. Die kommt ins Extended Team. Bitte! Unbedingt! Die Weiterentwicklung verachte ich, aber Mistrevious ist ein elegantes, wundervolles und sehr, sehr begehrenswertes Pokémon. Luxury Ball. Shit! Das gefällt ihr gar nicht. Also Mistrevious ist, oder Traunvogel, wie ich den deutschen Namen bevorzuge, ist, finde ich, Peak Perfection, was elegante Pokémon-Designs angeht. Subtile, elegante, auf den Punkt gebrachte Pokémon-Designs. Und die Weiterentwicklung ist mir dann leider zu pompös, wenn ihr versteht, was ich meine. Auch dieses Smug Smile, dieses selbstzufriedene Lächeln, dieses heimtückische Lächeln, alles daran ist perfekt. Aber jetzt bitte, du bist doch fast tot und ich werfe Ultrabälle auf dich. Ergib dich doch deinem Schicksal. Du wirst es gut haben bei mir. Vielen Dank. Cool. It likes playing mischievous tricks, such as screaming and wailing to startle people at night. Das kannst du bei mir gerne machen. So, wie nennen wir dich? Wir nennen dich... Chiara. Wir nennen dich Chiara. Ohne dass ich jetzt darauf eingehe, warum wir das tun. Aber das ist genau der richtige Name. So. Ja, Smogmog. Uschi hat es einmal wieder dahin gerafft. Aber wir sorgen für Smogmog. Unbedingt speichern. Wunderbares Pokémon. Schöner Fund. Ah, it's a Molly! Madi, 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 Madi. Okay, das ist eine Kombination, bei der ich sehe, dass sie nicht gut ausgehen wird. Niki! Zeig, was du kannst, mein Freund. Mhm, und das ist einiges, was du kannst. LGM. Kann auch nur so mittelfiel. Ist Niki nicht gewachsen und das liegt nicht nur am Level. Don't sink! Well, at least this route has some good Pokémon. In der Tat, die hat es. Die hat sie. Deutsch. Das ist wirklich schön, designtes Sumpfwasser. Wurzel haben wir schon eingesammelt. Nein! Ich lasse dich am Leben, ich erweise dir Gnade. Okay, da kommt jetzt nicht so viel Neues bei rum. Was gibt's hier? Ja, das ist eine Sackgasse. Was ist denn das für ein Trollweg? Ah ja, chopped. Okay. Zerschneider also nicht. Okay, man könnte auch einfach drüber springen! Drüber klettern! Das ist doch lächerlich! Naja. Poppisch! Nehmen wir mit, wenn es denn möglich ist. Ja, sollte gehen. Staller.
für die Sammlung. One more for the collection. Divebälle haben wir leider nicht viele, noch nicht. Deswegen gehen wir das sparsam mit um. Verdammter Mist! Ich bin erzürnt! Sehr schön. Its hardy vitality enables it to adapt to any environment. Its pincers will never release prey. Wie meine Pokébälle. Nun aber der Schutz. Cool. Damit wir ja auch mal ein bisschen vorankommen. Wir kommen von links. Holen uns hier kurz unsere Insect Plate ab. Die Plates sammeln wir momentan wirklich gut ein. Gibt's einige. Hey! Katsche! Lime. Oder Liam. Wie wir in Deutschland sagen. Einmal wechseln bitte zu Pizza Juice. Da auch schon länger kein Outfit mehr. Mirror Coat. Shit! Was mach ich denn? Ich Trottel! Setze Mirror Coat ein! Benutz dein Gehirn! Okay, jetzt muss es schnell gehen. Danke, Pizza Juice. Get away from me! Get away from me! You ought to be careful near the exit. Sometimes Heracross will attack passerbys. Okay. Ich werde das im Hinterkopf behalten. Wer ist vergiftet? Pizza Juice. Ja, das muss Pizza Juice jetzt mal kurz ertragen. Gut, Sackgasse. Oh, shit. I can't! Come on, Sir Viper! Help out the girl against the Butterfree? Yes. Schade. Ah! Why you've spooked it? That was a shiny Butterfree, you troglodyte! Stay out of other people's business. Oops. Nun, das gab auf jeden Fall ein Karma-Minus. Beim lieben Gott. Beim lieben Arceus. I'm researching Butterfree. Do you have any more? Nicht mehr. Das, darüber reden wir nicht. Henry. Ah, oder hat er Butterflies gesagt? Muss wirklich mal wieder in Ruhe lesen. Ja, vielleicht gibt es ja in dieser Welt wirklich bestimmte Pokémon oder Wesenskategorien wie eben Schmetterlinge. Vielleicht hat man das ja in dieser Welt, in der Biologie, in der Tierbiologie einfach anders kategorisiert. So, dass Pokémon, die eben diese Form haben, Käfer mit Flügeln, in dieser Art und Weise, dass das dann eben Schmetterlings-Pokémon sind. Das kann ja schon sein. Das ist ohnehin seltsam, dass es in dieser Welt keine Tiere gibt. Na, das wirft ohnehin viele Fragen auf. Aber das wurde ja dann in den offiziellen Teilen immer so ein bisschen weggeschwiegen. Da brauchte es einfach etwas Suspension of Disbelief. Und je mehr man darüber nachdenken würde, desto mehr würde das Konzept dieser Welt auseinanderfallen, habe ich das Gefühl. Verdammt, Sarah, was tust du? Ja. Konzentration ist wichtig, auch mit einer leveltechnischen Überlegenheit. Gut. Get away from me! Sagte er dasselbe. I'll probably study Beautifly next. Ah. Ja, das mal. Gut, machen wir noch ein bisschen weiter? Ja, wir machen noch ein bisschen weiter. Das wäre ja sonst ziemlich witzlos, dieser Part. Erstmal eine Rundumheilung. Dankeschön. Häusen hier. Antidote. Rife. Schon okay, Sarah. Es war meine Schuld. Du hast dir nichts zu Schulden kommen lassen. Ich möchte gerne zu einem PC, um meinen Traunfugil abzuholen. Okay, das ist der Ausgang. Wollen wir den schon nehmen? Nein, wir machen das Gebiet jetzt ordentlich fertig. Zumindest einigermaßen ordentlich, ne? Good or bad, I love experiencing the smells of nature. Ich hätte da auch einen ganz natürlichen Geruch für dich. Sludge Bomb! All the way! Sludge Bomb! All the way!
Ah, Gyro Ball ist nutzlos. Okay. Gut, Uschi ist an den Grenzen ihrer Fähigkeiten angelangt. Goodbye. Ah, Vileplume. Auch ein sehr elegantes Pokémon. Was? Sie hat Revive eingesetzt? Revive? Die Trainer in diesem Spiel benutzen Revive? Die Arena-Leiter werden Revive einsetzen? Holy shit, we are in for a shit ride. Das finde ich genauso cool, wie ich es beängstigend finde. Ich hatte noch kein... Also nicht mal Pokémon Reborn hat sich das getraut. Oh Mann. IQ up near farm. There's no smell I can't handle. Okay. Das war ein mindblowing Moment. Was gibt's hier? Nichts. Ah, there's sweet scent in the air. Alles klar, da können wir später noch was mitmachen. Okay, hier gibt's auch einen Ausgang. I occasionally slather honey on the golden tree near the gate. The munchlax attacked me once. Okay, verstehe. Und wir sind in Yellowstone City. Okay, das machen wir dann beim nächsten Mal. Wir gucken uns nochmal den nördlichen Ausgang an. Damit wir das zumindest, damit wir dieses ganze Segment abgeschlossen haben. Regen, cool. Liebe Regen, in der Realität und in Spielen. Deswegen bin ich nach Hamburg gezogen. Und habe jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme möglicherweise endlich eine Wohnung gefunden. Nach fast drei Jahren Suche. Strange Tower. Ah, ein Extragebiet. Okay, dann nehmen wir das jetzt noch mit, soweit wir können. The door appears to be firmly shut, despite not being locked. A moon is etched in the door. Okay. Brauchen wir wahrscheinlich ein Sonder-Pokémon oder ein bestimmtes Item. So, dann gucken wir bitte einmal, ob die Karte, nachdem wir gespeichert haben, ich möchte einmal sehen, wo wir uns in Relation zu Yellowstone Town befinden. Wir haben den Swamp hinter uns gelassen. Train the Swamp war unser Prinzip. Rain Town war ich, glaube ich, noch nicht. Ich weiß es echt. Doch, war ich. Kulana Ranch, da waren wir noch nicht genau. Hier sind wir nicht weitergekommen und hier sind wir nicht weitergekommen. Diese Gebiete sind noch offen. Hier sind wir nicht weitergekommen. Ansonsten ist hier alles erkundet. Hier sind wir noch nicht weitergekommen. Das Gebiet steht uns noch nicht offen. Das kommt wahrscheinlich, wenn ich jetzt raten würde, kommt das sehr spät im Spiel. So, dann gehen wir hier wahrscheinlich weiter. Und hier kommen wir dann wahrscheinlich durch eine Höhle. Ah ja, nein, hier geht's lang. Okay, dann kommen wir wahrscheinlich, wenn wir hier fertig sind, und hier möglicherweise einen Orden erlangt haben, hier weiter. Okay! Was sollen wir jetzt weitermachen? Ich habe eigentlich schon noch Bock. Wisst ihr was, dann spiele ich jetzt einfach noch ein Part. Ich nehme jetzt noch ein Part auf, aber wir machen an der Stelle hier Schluss, damit die Videos übersichtlich bleiben. Na, wir haben jetzt den Sumpf gemacht, haben ein bisschen das Meer erkundet. Ich werde dann gucken, dass ich nochmal die anderen Fossile einsammle, dass ich nochmal die Trainer besiege, wenn noch welche vorhanden waren. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder beim Erkunden dieser Stadt, dieser wunderbaren Yellowstone-Stadt. Es freut mich, dass ihr dabei seid, trotz meiner wanky englischen Aussprache, trotz meiner Stotterei. Vielen, vielen Dank. Weiß ich zu schätzen. Garantiert geistlos. Jetzt ist aber Schluss hier. Raus, raus, raus. Tschüss. Bye. Bis zum nächsten Mal.